Hallo und herzlich willkommen. Heute stelle ich euch meine Ameisenkolonie Lasius Niger vor. Was Brutpflege angeht, wird es in diesem Video einiges an Highlights geben. Also bleibt dran, um nichts zu verpassen. Hallo und herzlich willkommen auf Atlantis, euer Ameisenkanal. Das ist jetzt meine Lasius Niger Kolonie, die ich euch vorstellen will. Die Kolonie, die habe ich so gekauft, also das ist keine Selbstaufzucht. Seit ich sie habe, hat die massig am Brut zugelegt. Ich werde jetzt in dieses Video jetzt keine Parameter angeben. Falls ihr Parameter haben wollt oder so einen Steckbrief haben wollt, schreibt mich einfach bei Discord an. Da kann ich euch sowas per E-Mail oder wie auch immer versenden oder zukommen lassen. Wir sehen schon hier die erste Arbeiterin, wie sie herumläuft. Die Ameisen sind so gewöhnt oder die haben sich gewöhnt, dass wenn ich den Deckel der kleinen Arena aufmache, eins oder zwei Arbeiterinnen rausstürmen und die Gegend erkunden. Ja, warum ich wieder eine Lasius Niger Kolonie habe, ist, dass diese Ameisen eigentlich einfach in der Ameisenhaltung sind. Ich bin jetzt kein Anfänger, aber die machen einen großen Spaß. Die tun sich schnell entwickeln, ja, und die Winterruhe stört mich überhaupt nicht. Mit dieser Ameisenart habe ich sozusagen meine Karriere als Ameisenhalter gestartet. Schreibt mir bitte unten in den Kommentaren, mit welcher Ameisenart ihr angefangen habt, falls ihr Ameisen haltet, das wird mich sehr interessieren. In dieser kleinen Aufzuchtarena habe ich immer drei Schälchen. Im ersten Schälchen, jetzt weiter hinten im Video, ist Wasser. Dann habe ich hier nochmal ein bisschen Zuckerwasser, ein Schälchen für Zuckerwasser und ein Schälchen für die Eiweiße bzw. für die Insekten. Jetzt werden wir uns nochmal die Kolonie bzw. die Königin und die Brut nochmal genauer angucken. So, da ist jetzt die Königin mit ihren Untertanen. Und jede Menge Brut. Die Kolonie entwickelt sich sehr gut. Wie so allgemein bei Lasius Niger, die nehmen alles an. Jetzt sieht man links im Bild, wie eine Ameise eine Fliege wegschafft. Ja. Die ziehen meistens die Beuten immer im Reagenzglasnest. Ich gebe den bei so kleinen Kolonien Fliegen, meistens Fliegen, ab und zu mal Mehlwurm. Ja, sieht man, wie die Arbeiterin, da ich ja das Reagenzglas geöffnet habe, beziehungsweise die Überzieher entfernt habe. Wir suchen sie ja mit den Kokons irgendwie das Ganze in Sicherheit zu bringen. Jetzt gibt es noch ein paar Nahaufnahmen der Kolonie. Man kann jetzt wunderbar sehen, wie die kleinen Racker fleißig sind. Es gibt Brut in jedes Stadium. Man kann jetzt, wenn man genauer hinguckt, Eierpakete erkennen, Larven erkennen, Puppen erkennen. Genau. Ich zeige euch jetzt das nochmal. Man sieht erstmal hier unten eine schlüpfende Ameise. Dann sieht man die. Da kümmert sich schon eine Arbeiterin um sie. Die wird geholfen, aus dem Kokon herauszukommen. Dann haben wir hier Eierpakete. Und etwas rechts daneben sind das die Larven. Die bewegen sich schon. Die kann man schön sehen, wie die sich bewegen. Und da ist auch die Königin. Falls euch meine Videos gefallen und mich unterstützen wollt, abonniert einfach meinen Kanal, das würde mich sehr freuen. Ich habe jetzt die Ameisen aus einer anderen Perspektive gefilmt. Man kann jetzt schön sehen, wie mittlerweile die schlüpfende Ameise sich schon bewegt und wie sich die Arbeiterinnen um sie kümmern. Sie ist nicht so ganz fit, beziehungsweise die Koordination stimmt nicht so ganz bei der neuen Ankömmling. Mich freut das sehr, dass es so gut geklappt hat. Da sieht man die, da
Da oben. Genau. Die wird jetzt schön geputzt. Jetzt ist sie mehr oder weniger weiß. Und ich denke mal, morgen, übermorgen wird sie dann die schwarze Farbe annehmen. In diesen Aufnahmen sieht man gerade, wie die Arbeiterin die Neuankömmlinge sauber putzen. Die Aufnahmen sind nicht gerade die besten. Da muss ich, was Equipment angeht, mir noch was anderes anschaffen, damit ihr bessere Aufnahmen zu sehen bekommt. Das ist schon alles gewesen. Ich freue mich, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Vergisst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und schreibt nun in den Kommentaren, ob euch das Video gefallen hat. Bis dann. Ciao.